Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Schwerter statt Wörter! Was ist eigentlich mit Minsk los? Der ist verlangsamt. Okay. Ja. Fragt nur. Entlangsamen wir ihn mal. Manus potentis. Vita, ich mache. Und heilen die Leute. Mal ein bisschen hoch. Vita, Mortis, Kaya. Vita, Mortis, Kaya. Vita, Mortis. Das ist nicht aufregender als jeder Zirkus. Vita, ja. Mortis, Kaya. Vita, Mortis, Kaya. Vita, Mortis. Minsk und Bo. Allzeit bereit. Minsk ist immer noch verlangsamt. Durch was eigentlich? Der da verlangsamt doch nicht, oder? Nö, oder hat's, ist es einfach jetzt nicht weggegangen durchs Magiebann? Manus potentis. Nö, das geht nicht weg durch Magiebann. Vita Mortis. Braucht ihr etwas? Vita, ich bin bereit. Vita, Vita, ja, so kann man ziemlich spannend eine Aufnahmesession beginnen. Hust, hust. Vita, wurde aber auch Zeit. Aber im Augenblick stehen wir halt mal wieder unter Zeitdruck. Ich warte. Vita Mortis. Ja. Keine große Herausforderung. So, Minsk ist entlangsamt. Es ist wieder mal Buff-Zeit. Fluch brechen, nein. Schutz bei Lebenskraftentzug. Todesschutz, das ist immer gut. Dann natürlich Stärkung. Ja. Zaubern. Vita Mortis. Vita Mortis. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Ich helfe, wo immer ich kann. Vita Mortis. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, das auf Fluren. Geringe Genesung brauchen wir gerade nicht. Das da aber. Haben wir noch Steinhaut zufällig? Ja, da sprich mal Steinhaut auf dich. Ja. Du machst Schutz vor dem Bösen. Potente, ich warte auf euren Befehl. Schutz vor Lebenskraftentzug, das bringt uns nicht viel. Das müssen wir als letztes sprechen. Das ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Das hier bitte. Dann brauchen wir auf jeden Fall Verteidigungskoordination. Gerechte Magie. Du machst das. Du machst das auf Keldor. Mit dem Buff noch. Braucht ihr etwas? So, jetzt hast auf alle. Ja. Das hier noch. Bewaffnet. Verstand verschärft. Bereit loszuschlagen. Mehr Schaden. Ich warte. Ihr müsst. Und dann rein da. Ja? Ich bin bereit. Ja, Hira, gleich mal einen Insektenschwarm auf ihn sprechen. Ich helfe, wo immer ich kann.
Als Licht okay, sollte er eigentlich Magie immun sein, das könnte. Gib mir ein größeres Schwert! Ja. Oh, ich hab furchtbar vergessen. Wo sagt ja bitte? Vita Mortis. Vita Mortis. Wow. Irgendwie ist das jetzt gerade so gelungen. Oh, wir hätten noch eine Phantomklinge und so beschwören können. Auf geht's. Was kann ich tun? So, mach mal Feuchtbannen, dass das schon mal weggeht. Sollten die nur noch mit ihrem Betäubt aufhören. Schwerter statt Wörter. Okay, Minsk kann das mal wegmachen. Hat nur nicht gewirkt. Mist. Ist was los? Verstanden. Aber wir sind schon mal die Licht losgeworden. Ja, das ist der Gelat-Schutzstein und der Zahn eines, ja, mit diesem Schutzstein könnt ihr in Haus Gelat Eidas erlangen. Die Schutzzauber auf dem Haus sind so stark, dass es völlig unmöglich ist, sie ohne diesen Schutzstein zu überwinden. Das ist ein Zahn des Drow-Leichnams Derricks. Der Zahn dient als Schlüssel für zahlreiche Türen in der Behausung des Leichnams. Also bei beides zu ihr. Wenn sie dann sich endlich mal irgendwann erholt. Ja, und danach können wir mal Gasthaus oder so rasten. Ja, was immer ihr wünscht. Bevor wir uns mit dem Haus Gelat anlegen. Ah, oh, sehr nette Zauber. Was sagt jetzt der Staub nochmal? Ach, ein Blendungszauber. Hm? Ja, dadurch. Und es kann unsichtbare Wesen sichtbar machen. Das ist auch immer nett. Genauso haben wir hier Zauberauge. Also ein Spion. Okay, Glitzerstaub hat nicht geklappt. Das andere hat auch nicht geklappt. Schade. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Ja, verschlossen. Zeit auf, schön. Oh, Falle zugeschnappt, verlangsamt. Also, es sind doch Fallen hier. Ach nee, verlangsamt ist sie deswegen. Okay, ein Lederwams, den wir gerade noch nicht identifizieren können. Da sind Derricks Edelsteine, begrenzter Wunsch, Melfs magische Meteoriten und ein Alp. Alp. Das ist immer gut, Alp zu haben. Begrenzter Wunsch hast du bereits. Was ist mit Meteoriten? Hast du jetzt. Jawohl.
Magie entfernen und Ansteckung. Also ja, Magie entfernen haben wir bereits. Und Ansteckung. Hat leider nicht geklappt, Ansteckung. So. Ich warte, natürlich. Magie entfernen haben sie beide bereits. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. So, und kaum haben wir die Edelsteine eingesackt, werden wir schon wegteleportiert. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Und da seid ihr auch schon wieder und bringt die Edelsteine mit. Wirklich, Talisa, ihr habt all meine Erwartungen erfüllt. Ach, was sag ich, übertroffen. Ich nehme da mal diese Edelsteine an mich. Schönen Dank. Ah, sie sind doch wunderschön, oder? Wenn man bedenkt, dass sie Gelat diese hübschen Dinger der Welt mehrere Jahrtausende vorenthalten haben. Was für eine Schande, Vijar. Was sagt ihr, wie viele kriegt man dafür auf dem Schwarzmarkt? Eine ganze Menge, Hauptmann. Es gibt mehr als nur ein paar Adlige, die ungeachtet ihres Wertes teuer für die Gelegenheit zahlen würden, die Gelats zu ärgern. Wohl wahr, ich wünschte, ich könnte jetzt dort sein. Ich würde nur zu gerne den Gesichtsausdruck der Mutter Oberin sehen, wenn sie herausfindet, dass wir uns unsere Bezahlung trotz allem beschafft haben. Aber ihr habt ihr nicht gesagt, der Leichnam hätte die Seen eurer Männer in diesen Edelstein gefangen? Glaubt ihr wirklich, ich würde meine Männer im Kampf gegen einen Leichnam riskieren? Ich wollte nur die Bezahlung, die bei mir schuldig geblieben ist, um mich an der Mutter Oberin für die Beleidigung der Brigandarte Derte rächen, ja. Da Erte. Ich habe jetzt nicht nur die Seelensteine der Mutter Oberin, das das Haus Gelat begründet hat, sondern ihr habt außerdem noch ihren Verbündeten Derix getötet. Der Leichnam gehörte ebenfalls zu dem Haus. Ich denke, dass sich Brigand Derte bei Haus Gelat revanchiert haben. Würdet ihr das nicht auch so sehen, Talisa? Gut, ihr habt bekommen, was ihr wollt. Schickt uns jetzt bitte zurück. Ihr habt uns benutzt, um eure Bezahlung zu bekommen? Aber zwischen uns ist noch nichts geregelt. Ich bin nicht einer eurer Schergen und ich verlange eine Bezahlung. Ich werde euch dafür töten, dass ihr versucht habt, mich zu manipulieren. Sind wir erstmal entsetzt? Warum nicht? Besser ihr als ich. Als Gegenleistung dürft ihr euer kleines Geheimnis behalten, Mensch. Ihr dürft in den Reihen der Dwarf herumtreuen, wie ihr wollt. Mich kümmert es nicht. Ich hätte jetzt gerne mein Seil zurück. Lasst mich euch diese Bürde abnehmen. Hier ein wenig Gold für eure Mühen, mein Freund. 2500 Gold, 25 wäre ein bisschen viel. Was ihr aus eurem Zusammentreffen mit mir herausholt, obliegt euch. Ihr könnt den Verbitterten spielen oder ihr könnt die Situation ausnutzen. Derix ist tot, plündert seinen Turm, bevor die Magier des Hauses Sorcerer den Turm auf magischem Weg versiegeln. Außerdem könnt ihr den Gelat-Schutzstein einsetzen, um deren Haus zu betreten und sie ebenfalls zu plündern. Falls ihr euch dazu entschließt, werde ich sicherstellen, dass es den Haus Gelat nicht gelingt, die restliche Stadt zu alarmieren. Und falls es euch gelingt, die Mutter Oberin zu töten und die Haus damit auf ihrem Weg zu ruinieren, dann kann ich nur sagen, dass es ihr recht geschehen würde. Ja, ich könnte ja Laxle töten, allerdings ist es schwer, diesen Typen zu töten. Selbst für mich, garantiert. Und nach dem Lich sind wir eh alle ein bisschen am Arsch. Also möchte ich mich da nicht jetzt noch weiter verausgaben. Wie auch immer, wenn ihr euch da fertig amüsiert habt, könntet ihr mich bitte zurückschicken, ja? Ich werde das in Betracht ziehen. Es ist wohl an der Zeit, dass ihr nach Husnata zurückkehrt. Ihr wart ein echter Sportsmann, Talisa. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja. Ja, Laxles Intrigen. Was sagt ihr nach Datum? Beschwörungsritual der Dwarf habe ich noch nicht. Quilles Gehirn habe ich noch nicht. Ja, seine Intrigen. Und natürlich bin ich wieder belogen worden. Die Edelsteine, die ich für Jalaxle gestohlen habe, enthalten gar nicht die gefangenen Seelen seiner Männer. Im Gegensatz zu seinen Behauptungen hat er bisher ohnehin nicht gewagt, gegen den Leichnam anzutreten. Die Edelsteine sind in Wahrheit wertvolle Artefakte, die dem Haus Gelat gehören. Der Leichnam war mit diesem Haus verbündet. Jalaxle hat sich die ganze Sache ausgedacht, um sich an dem Haus zu rächen, das ihm seine Bezahlung unterschlagen hat. Auf diesem Weg habe ich zwar die Möglichkeit erhalten, zwei wichtige Dwarf-Gebäude zu betreten, aber mir schwindelt, wenn ich die ganze verdrehte Sache durchdenke. Das Seil sollte mich zu meinem Ausgangspunkt zurückbringen.
Ja, und deshalb bin ich jetzt auch los. Ja, der Leichnamzahn. Sind halt beides Questgegenstände. Gut, das Haus Gelad ist hier. Hier ist noch Quirzheim. Das heißt, wir rasten, machen die beiden Sachen in einem Abwasch, rasten. Vielleicht draußen dann nochmal irgendwo. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Und dann machen wir uns auf den Weg in die drei Dungeons. Ja, das wird dann der große Spaß.